Stefan Kalusa hat mir schon für das Folgejahr einen Künstler empfohlen, und zwar den Dieter Nuhr. Ich kannte ihn nur vom Fernsehen her. Das ist ja einer unserer bekanntesten Kabarettisten, aber darüber hinaus als Künstler kannte ich ihn noch nicht. Und dann habe ich gesagt, bevor ich dir eine Zusage gebe, ob ich den Künstler hier in dieses Parallelprojekt reinbringe, möchte ich ihn erst kennenlernen. Und die Arbeiten gefielen mir auf Anhieb recht gut, dass ich gesagt habe, ja, den holst du nach Oberhausen. Und seit 3 Jahren machen wir es, dass wir immer wieder so eine Doppelausstellung führen. Hier den Bekannteren in der Panoramagalerie, im Kabinett eine weniger bekannte, aber gute Künstlerin. Und wenn Sie zum Beispiel seine Arbeiten sehen, es gibt kleine Akzente hier, wo er praktisch Iran bei seinen Reisen besucht hat und entsprechend die Bilder konzipiert hat. Was mir sehr wichtig ist in meinen Ausstellungsräumen oder in der Galerie, wo ich ausstelle, da das Bild kommt nicht alleine an der Wand, sondern muss dann in eine Verbindung in Atmosphäre von Raum, in Raumatmosphäre sitzen. Ich habe natürlich vorher alles angeschaut und wir haben so unsere Atelier dann ehrlich nebeneinander. Und wir kennen uns persönlich als Künstler und das heißt nicht, dass wir sitzen und zusammenarbeiten, aber dass welche so gleiche oder Zusammenhänge haben wir, was Kiefer auch genau gut erzählt hat. Der Kontakt mit Herrn Görz ist durchs Atelier gekommen eigentlich. Letztes Jahr hat der Stefan Kalutza hier ausgestellt, der ein Freund ist und mit dem ich zusammen ein Atelier habe. Also er hat es direkt nebenan. Und durch diese Ateliergemeinschaft sind diese Kontakte zustande gekommen. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Der Kunstverein ist ja eine tolle Adresse zum Ausstellen. Ist ein schöner Raum, habe mir den Raum angeguckt, habe meine Bilder zusammengestellt und was nicht ganz einfach ist, weil es ja hier Wände gibt, die nach außen zeigen, dann guckt man von außen nach innen und es gibt Wände, die sind rund, da kann man nur kleine Arbeiten hängen und das komisch aussieht. Und das war eine besondere Herausforderung, hat Spaß gemacht. Es ist gar nicht richtig, dass es für mich ein guter Ausgleich ist, sondern ich habe Kunst studiert, ich habe immer Bilder gemacht und für mich war die Bühne das, was dazugekommen ist. Das, was ich nebenher gemacht habe, war immer die Bühne und das ist dann zur Hauptsache geworden in der öffentlichen Wahrnehmung. Für mich war das aber nie der Fall. Ich habe immer beides gleichzeitig gemacht und habe das beides auch gleich wichtig genommen. Und wenn ich das finde hier sowas, dann bin ich eigentlich sehr glücklich.